Yannick Deichmann, wie fassen Sie die zurückliegenden 90 Minuten zusammen? Ja, sehr bitter. Also ich hatte das ja auch in der Woche jetzt gesagt. Für uns ist es das absolut Wichtigste, dass wir in jedes Spiel hineingehen mit Vollgas, mit den ganzen Attributen, die wir immer auf den Platz bringen müssen. Und ich muss ehrlich sagen, das haben wir in der ersten Halbzeit leider vermissen lassen. In der zweiten Halbzeit dann phasenweise getan. Aber ich habe gesagt, auch am Mittwoch, dass nur so wir Spiele hier gewinnen können und bestehen können. Leider haben wir das heute nicht über die 90 Minuten gebracht und dementsprechend haben wir auch verdient verloren. Eine Erklärung, warum es nicht gebracht wurde? Ja, jetzt direkt nach dem Spiel muss ich das mir erstmal alles angucken, aber ja, es ist natürlich beschissen, muss man ehrlich sagen. Dann nach dem 1-0 haben wir versucht, dann Druck aufzubauen, aber letztendlich kriegen wir dann auch direkt in der 45. Minute plus dann das 2-0. Also muss man sagen, es war einfach zu wenig von uns. Muss man auch ehrlich zugeben und müssen wir uns an die eisernen Nase fassen und müssen wir auch sagen, analysieren und weiter Vollgas. Wir haben noch genug Spiele. Ja, das ist sportlich sehr fair und reflektiert, dass Sie es auf die eigene Minusleistung in dem Fall zurückführen, dass Sie heute hier verloren haben. Aber es gab auch so ein paar Szenen, da hätte es auch für Sie laufen können. Zum Beispiel in der 55. Minute ein Foul von Dominik Schmidt an Sie. Wie haben Sie es erlebt? Hätte ja auch da durchaus Elfmeter geben können. Boah, ich muss mir das einmal angucken. Ja, also erstmal kommt der Ball dann direkt vor meine Füße und er lässt das Bein halt ein bisschen stehen und ja, meiner Meinung nach ist das Elfmeter, aber wie gesagt, am Ende müssen wir uns an die eigene Nase fassen und ja, wie gesagt, wäre halt schön gewesen, dann hätten wir nach der 55. Minute dann halt das 1-2, aber wie gesagt, am Ende müssen wir sagen, das war zu wenig von uns, wir müssen in die neue Woche voll konzentriert reingehen und dann erwarten wir ein schweres Spiel am Wochenende. Danke. Alles klar. Rolf Landahl, welche Gründe führen Sie für die 1-3 Niederlage hier in Duisburg an? Naja, ich glaube, wir finden gut ins Spiel, spielen gegen einen tiefstehenden Gegner, der uns im Mittelfeld erwartet und dann auf Umschalten lauert. Ich glaube, mit der ersten Chance fällt das 0-1 und in der Nachspielzeit, fällt dann schlussendlich das 2-0 aus dem Standard und ja, dann stehst du nach einer passablen ersten Halbzeit mit 0-2 Rückstand da. Ich muss ehrlich sagen, passabel, ja, aber nicht mit dem letzten Punch ganz einfach. Ja. Das ist nett mitgespielt auch, in die ins letzte Drittel gekommen, nicht gallig, nicht gierig genug für da, wo wir stehen, ist das dann zu wenig. Und wenn du siehst, dass wir in einer englischen Woche sind und was die Jungs dann zweite Halbzeit raushauen, dann denke ich mir, ja, warum machen wir das nicht von Anfang an? Ja, also mit dieser Galligkeit, mit dieser Gierigkeit, mit dem Messer zwischen den Zähnen, ne, in so einem Abstiegskampfduell. Und dann siehst du, was drin ist dann noch zweite Halbzeit. Ich denke, dass wir fast nur auf ein Tor gespielt haben, bekommen dann aus dem Konter ja, das 0-3, wo man nicht gut in der Absicherung stehen, aber das kann dann passieren, sage ich mal, wenn man alles nach vorne haut. Aber da kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das Einzige ist, dass wir erkennen müssen, wir wecken schon zum wiederholten Male an kaputten, an toten Gegner zum Leben, den aus einer Niederlagenserie kommen und wir holen die wieder zurück ins Boot hinein. Und so gesehen bleibt das eng und uns helfen nur Erfolgserlebnisse und Punkte. Ja, die Chance auf ein Erfolgserlebnis hätte es aber auch geben können, zum Beispiel in der 55. Spielminute auch für Sie nochmal die Szene, die vielleicht hätte so ein Knackpunkt sein können. Sie bekamen keinen Elfmeter nach Foul von Schmidt an Deichmann. Wie haben Sie die Szene gesehen oder sehen Sie jetzt? Ja, ich habe es im Spiel schon genauso gesehen. Klar, wenn du den Anschlusstreffer früher machst, kann das viel früher kippen, weil ja, Duisburg hat jetzt auch nicht vor Selbstvertrauen gestotzt, muss man sagen. Und auch hier ein paar Szenen im Mittelfeld, Spieler wird halbwegs ausgezogen von uns und anstatt dass der Duisburger gelb kriegt, kriegt er nicht gelb. Okay, vielleicht diese Entscheidungen waren nicht wirklich für uns heute, aber dennoch ist das jetzt nicht der einzige Grund. Vielen Dank. Gerne. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.